Wo warst du? Ich habe im Studio gewartet. Wir müssen proben. Was ist los? Wieso verhältst du dich so? Gestresst? Mann, es ist eine Katastrophe. Armando sagt, ich bin eine tolle Choreografin. Das ist großartig. Glückwunsch. Aber er hat nicht gesagt, ich bin eine tolle Tänzerin. Und tolle Choreos bringen mich nicht in die Kompanie. Entschuldige, ich habe dich gar nicht gefragt. Wie war's bei dir? Was sagt er? Naja, er erkennt mich nicht in meinem Tanz. Verständlich. Meine Ballettkünste sind nur ein Download der Behörde. Was? Echt? Ja. Dachtest du, ich wäre ein hochqualifizierter Behördenagent und ein unglaublich guter Balletttänzer? Irgendwie schon. Die Sache ist die. Ich verstehe, dass du kein richtiger Tänzer bist und deine Zukunft nicht darauf aufbauen willst. Nein, meine Zukunft ist geprägt davon, dass alle mich belogen haben, auch meine eigene Mutter. Das tut mir sehr leid. Tanzen ist einfach nicht mein Ding. Keine Ahnung, was ist es, aber tanzen ist es nicht. Aber es gefällt dir doch und das kann man nicht runterladen. Das ist nicht echt. Tut mir leid, aber du bist allein heute. Was? Nein. Ohne dich habe ich keine Chance. Ich finde doch gar keinen neuen Partner. Es tut mir leid. Nein, Lena, nein, stopp. Komm, her damit. Nein, erst wenn du wieder mit mir tanzt. Das ist nicht lustig. Lena, wir sollten echt nicht mit Behördensachen rumspielen. Hey, das macht voll Spaß. Gib das wieder her. Lena! Lena, das ist nicht lustig. Wo bist du? Ach, Mann. Kannst du bitte aufhören? Ich hab mich entschuldigt. Im Ernst, was ist denn los? Wieso sagst du nichts mehr? Was ist dein Problem? Du bist mein Problem. Tanzen ist mir egal, Lena. Du aber nicht. Und ich kann diese Gefühle nicht aushalten, wenn du in meiner Nähe bist oder ich dich sehe. Ich will mehr. Ich weiß, das ist nicht möglich, weil du mit Henry zusammen bist. Aber ich kann meine Gefühle nicht ändern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte dich vorhin fast verloren. Und Lena, ich will dich nicht verlieren. Hier fühle ich mich zum allerersten Mal geborgen. Vielleicht nicht in diesem Raum. Noch nicht. Aber ich empfinde etwas. Für dich, Lena. Have you got any questions for us? Well, if you do, leave them in the comments below.